Wie fange ich das immer ganz gerne an? Nach einer ruhigen Nacht auf dem kleinen Familiencampingplatz Pascalounet. Zack, sind wir an dem Ort, wo wir hinwollen, nämlich Bogenschlösser und Chateaus. Ja, haben wir heute schon ordentlich geschwitzt, weil wir haben hier wieder richtig Sommer. Und wir haben heute den wievielten, was haben wir denn heute? 23. glaube ich. 23. 23. September. Und wir haben wahrscheinlich so 27, 28 Grad jetzt. Haben gerade mal eine Runde gemacht oben am Strand lang. Heute Morgen war ich schon ganz früh. Hast du mitgekriegt? Ja, aber ich habe mich wieder umgedreht. Ja, ich habe nämlich mal die Sonne hinterm Berg hochkommen sehen. Die Bilder blende ich mal hier ein, damit ihr das auch seht. Also wirklich ein kleiner Campingplatz, klein, beschaulich hier. Der ja, hat 120 Plätze, aber einschließlich auch Mobilheime. Und ich finde, das ist schon recht klein. Aber wir sind richtig froh, weil ein Platz daneben, wo wir uns gerade ein Eis geholt haben, also da hätte ich nicht gerne, gewesen. Nein. Also hier ist es sehr ruhig. Hier kommt alle paar Minuten, kommt mal irgendeiner zu Fuß hier vorbeigestiefelt. Also der ideale Platz zum Entspannen nach unserer langen Tour, die wir natürlich gemacht haben. Ihr habt die Bilder hoffentlich alle gesehen. Wenn nicht, von 1 anfangen. Lohnt sich. Ja, der Platz kostet 18 Euro pro Nacht. Da ist Strom inklusive. Wenn man Axi-Karte hat, ganz wichtig. Genau. Ansonsten kostet es 26 die Nacht. Boing. Ja, und ja, ist das so schön? Spar High Five. Also diesmal haben wir die Axi-Card auch genutzt. Normalerweise wisst ihr ja, wir sind dann mehr auf Stellplätzen unterwegs und auf Freistehen aus. So. Aber in dem Fall wurde es mal einen Campingplatz gegönnt. Ja, vor allen Dingen ist der auch wirklich, also auch für uns gut, fußläufig der Strand zu erreichen. Irgendwie 100 Meter bis zum Strandeingang und dann läuft man noch mal so 100 Meter rein. Aber ich finde, 200 Meter kann man mit leben. Ja, das ist und dann ist man direkt wirklich am Sandstrand. Wie sagt, kann gut schwimmen da, also angeblich. Wie sagt man, sagt der Norddeutsche so schön, ist umzu. Ne? Also direkt um die Ecke. Ja. Der Strand ist sehr schön, ganz fein sandiger Strand. Das Meer ist ein bisschen kalt, deswegen werde ich mich wahrscheinlich nicht dazu hinreißen lassen. Wir sind gestern angekommen, werden bis morgen bleiben. Und was dazwischen jetzt passiert, werden wir sehen. Ja, eigentlich bis übermorgen, ne? Weil morgen ist Freitag. Ach, stimmt. Das ist ganz irritierend. Wir haben noch ein Dach. Ich habe ja extra verlängert. Und wir werden euch gerne zeigen, was wir alles hier noch so erleben, was wir sehen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Genau. Bis später. Viel Spaß. Genau. Thank you.
wir haben ein paar schöne Tage jetzt verbracht auf dem Campingplatz. Es war richtig toll, ne? Direkt an der Côte d'Azur. Ja, war wirklich ein wunderschöner, kleiner, familiärer Platz. Jo, alle sehr freundlich und nett. Liebe Nachbarn haben wir gehabt. An dieser Stelle nochmal schönen Gruß an Peter und... Ja. Erwischt. Angela oder so. Entschuldigung. Frau. Ja, wir haben das nicht so mit dem Namen gedacht. Ja, genau. Aber es war eine schöne Nachbarschaft und die sind heute Morgen auch abgehauen. Wir hauen jetzt auch ab nach, ja, beinahe Tagen und fahren jetzt weiter grobe Richtung zum Mont Ventoux, Ventoux wahrscheinlich. Und auf dieser Strecke nehmen wir noch ein bisschen was mit, mal gucken, was wir noch finden. Also seid gespannt und bleibt dran. Eigentlich hatten wir jetzt vor, nach Martigues zu fahren, aber ja, sah erstmal hässlich aus, ne? Ja, sah nicht schön aus, viel zu voll. Und da wir so ein bisschen die Einsamkeit bewusst sind, ist das ein bisschen viel. Ja, das stimmt. Wir haben so die ganze Zeit ruhige Ecken gehabt und wenn man dann durch so eine Stadt kommt, das ist so gruselig, das macht sofort Stress. Stress wollen wir nicht, ne? Nein, und vor allen Dingen dann, der Parkplatz war eigentlich schon voll und sich dann irgendwie was suchen, da habe ich dann auch keine Lust. Ja. Und dann durfte ich entscheiden und habe gesagt, da will ich nicht hin. Ich lag auf dem Weg, wir sind jetzt zwar durch die Stadt durchgefahren, statt an der Stadt vorbei, aber zumindest konnten wir euch mal ein paar Bilder noch zeigen, wie es da ausgesehen hat. Aber so direkt vom Hocker gehauen habe ich das nicht. Was ein bisschen erschreckend ist, und ich rieche es auch gerade schon wieder, hier ist viel verbrannt. Also, wir müssen ordentlich Waldbrände gewütet haben. Also im Moment sehe ich zwar alles grün, aber ihr habt es gesehen bei den Bildern von der Strecke, dass da schon viel Verbranntes wieder dazwischen war. Ne? Also teilweise direkt hinter den Häusern hat das Feuer gestoppt. Also das ist manchmal echt erschreckend. Ja, jetzt fahren wir dann einfach mal weiter Richtung Mont Ventoux wahrscheinlich, heißt der. Das sind von hier aus 221 Kilometer. 116, 2 Stunden 21. Vertan. Also, da kann man mal sehen, wie die Strecken hier sind. Ne? 116 Kilometer, da braucht man 2 Stunden 21 für. Auch nicht schlecht. Aber es macht auch Spaß, so zu fahren. Und man sieht viel Landschaft. Was wir eventuell gebraucht könnten, wäre noch irgendeine Einkaufsgelegenheit unterwegs. Aber Uli sagt, über das Wochenende kommen wir da hin. Deswegen machen wir uns auch keinen Stress mit. Genau. Ja, ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Spektakulär wird es, wenn wir gleich angekommen sind. Am Mont Ventoux. Ich glaube, da heißt es aber Klamotten tauschen. Klamotten tauschen? Ja, ein bisschen was anderes. Ja. Obwohl da oben sind es auch immerhin heute 23 Grad und das auf fast 2000 Meter Höhe. Ist schon respektabel. Würde ich sagen, ne? Ja. Schauen wir mal, ne? Wir haben ja unsere Sachen dabei. Und das Timing ist wieder perfekt, weil in spätestens 2 Stunden mit auf dem Campingplatz die Post abgehen, weil da zieht nämlich ein großes Gewitter drauf zu. Und wir fahren
planmäßig eigentlich weg, weil wir hatten wirklich vor, bis heute zu bleiben. So lange hatten wir ja auch reserviert. Also für 3 Nächte. Und ja, Timing passt wieder mal, wenn ich noch reise. Ne? Sonnenschein soll alles richtig nicht geplant. Ja, aber wir fahren jetzt quasi die Sonne rein. Irgendwann, ne? Ja, ich hoffe. Bin ich offensichtlich. Nee, wie heißt das? Auf, man verlernt das Reden, oh meine Güte. Ein bisschen mal raus aus der deutschen Sprache und schon wird es schwierig. Im Übrigen will ich ja mal erwähnen, die Franzosen, dann wird immer nachgesagt, die wären so stur und Deutschen gegenüber nicht sehr freundlich. Kann ich nicht bestätigen. Und du? Nö, auch wenn dann manchmal ein bisschen schwierig ist, weil die Franzosen, also auch jetzt auf dem Campingplatz, irgendwie kein Englisch konnten. Dann ist das ein bisschen schwieriger, aber mit Händen, Füßen geht das alle. Okay. Also, das Einchecken und das Bezahlen war kein Problem, da brauchen wir nicht viele Worte. Und diejenigen, die auf dem Platz uns entgegenkamen, immer freundliches Lächeln, immer ein, Bonjour. Das läuft den ganzen Tag außer Abend, dann sagt man, Bonsoir. Gut, da ist meine Dolmetscherin dabei, ja. Und damit kommt man eigentlich ganz gut klar. Also, wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, wir wären irgendwo in der Einsamkeit gewesen. Ne? Ja, so, das kann, ne? So, weiter geht's. Bis später. Später. Ourselves.
Mont Ventoux. Ja, war voll anstrengend. Okay, die Radfahrer, die hier hochgefahren sind, haben ein bisschen mehr Anstrengung gehabt. Aber war schön zu fahren. Das ist wirklich eine geile Strecke hier hoch. Ja. Aber hier oben ist jetzt ein Wahnsinnsrummel, weil das sind alles Radfahrer, die hier welche, die den Empfang machen, für alle, die den Gipfel geschafft haben. Ja, aber Respekt. Also ich würde es nicht machen. Wir taten den Muskel schon oder am Berg gehen, nur von mir hingucken. Aber ja, jetzt ist es ein bisschen kalt geworden hier oben, weil jetzt die Wolken hier aufziehen. Und wir werden uns jetzt auch so langsam wieder ein paar Meter bergab bewegen, weil eventuell treffen wir uns noch mit jemandem und ihr werdet dann sehen, wer das ist. Den haben wir vor einem Jahr schon mal getroffen. Genau. Kleiner Schriftsteller, mehr sag ich nicht. Wir haben uns jetzt ein paar Kilometer nach unten gewunden. Wir sind jetzt unterhalb vom Gipfel, sind auch nicht in Wolken gebettet, Gott sei Dank. Der Gipfel ist in Wolken, wie wir das sehen. Und wir haben einen schönen Schlafplatz gefunden. Ja, und das schlechte Wetter haben wir jetzt einfach hinterm Berg gelassen. Wir sind nämlich jetzt auf der abgewandten Seite vom Wind. Wie praktisch. Ja. Und das ist ein Träumchen hier. Also erstmal hier schon so Landschaft an sich. Ich kann mich ja mal drehen, dann könnt ihr mal sehen. Nimm dich mal raus, Schatz. Kannst du auch mitdrehen? Nee. So, und wir stehen jetzt quasi da drüben. Moment, mal gucken. So, da so die Ecke. In der Richtung ungefähr. Und Landschaft pur. Ja, vor allen Dingen, was mich ja wieder so fasziniert, ist eine Schafherde, die Glocken. Die Glocken. Und natürlich der Duft der Schafherde und der Hinterlassenschaften ist ja wieder was für mich. Und das war jetzt auch gerade wirklich so ein magischer Moment. Wir kamen hier raus, erstmal totale Stille, hin und wieder mal ein Auto, aber da war total Stille und dann hatte man das Glockengeläut und die Schafe. Und dann guck ich darüber und dann war alles voll damit. Also Hammer. Das war für Uli. Und die Herde hat uns dann auch noch den Weg gekreuzt. Kann schöner sein. Und wir sind jetzt einen Hügel hochgelaufen. Gut, hier war öfter mal die Schafherde, das sieht man. Ja, Köttel neben Köttel. Aber sieht nicht so schlimm aus hier unten auf dem Fahrweg, ja, weil der ist voll mit Köttel und Bibi. Ja, Gott, gehört aber dazu. Aber das gehört dazu, ja klar. Ja, wir treffen uns jetzt hier mit Blackie Peter oder auch, wie nennt er sich noch? Spaziergang mit Hilde. Spaziergang mit Hilde, das sind, der ist bei Facebook zu finden, das Blackie Peter und bei YouTube, was ist weiter YouTube? Auf jeden Fall kennen wir den als mit unter dem Titel Spaziergänge mit Hilde. Genau. Wird eine schöne Geschichte werden, weil wir haben den getroffen. Ja, letztes Jahr, wo wir in Norddeutschland unterwegs waren, in Drochtensen am alten Hafen. So, das ist so Richtung, wo ist das denn genau? So? Das ist im alten Land. Im alten Land, genau. Damals erstmal miteinander gequatscht, mit seiner Hilde und dem Hund. Und er ist auch Schriftsteller, er hat schon, ich glaube, 2 Bücher geschrieben oder was, oder 3 oder was weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall auch Blogs, jede Menge. Blogs und also wirklich bei Facebook müsst ihr das mal lesen, was er so schreibt. Das ist, man hat das wirklich bildlich vor sich, was er so erzählt. Mhm. Tolle Geschichte. Da warten wir jetzt drauf, der kommt gleich mit seinem Bulli angefahren. Sogar den Bulli noch hat, aber da gehe ich davon aus. Hat uns aber mitgeteilt, er braucht noch ein paar Stunden, weil er so viele Fotostops macht. Ja. Ja, gut. Wir werden es sehen. Wir sind hier. Genau. Wir zeigen euch noch ein paar Bilder hier. Und dann werden wir so langsam den Abend einläuten. Und so er das denn will, nehmen wir ihn auch mit ins Bild nachher. Und dann könnt ihr ihn persönlich kennenlernen. Ja. Ja, also bis gleich.
immer so schön anfange, nach einer ruhigen Nacht, können wir diesmal nicht sagen. Wir waren auf einem Berg, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Mont Ventoux. Danke. Da war ein leichtes Gewitter mit leichten Regen und Hagel. Und aber die Uli neigt zu leichten Übertreibungen, weil es war heftig. Es ging die ganze Nacht. Wir haben erst vom Walpen das Wetterleuchten gesehen, was fantastisch war, so nachts um 3 Uhr. Und auf dem Radarbild sah das so aus, als zieht das Ganze vorbei. Und plötzlich waren wir mittendrin, standen wir dabei. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ja. Und auf wen sind wir da getroffen? Auf den lieben Peter. Tja, ja. Das ist so ja Blacky ist Peter. Den haben wir schon mal vor 1,5 Jahren in Drochtensen am Alten Hafen getroffen bei unserer Deutschlandtour. Und der hatte angefragt, wir waren ja hier in Frankreich zusammen, und er hat angefragt, ob wir auch zum Mont Ventoux fahren. Und haben wir gesagt, haben wir sowieso vor, und dann haben wir uns hier getroffen. Leider bei so einem beschissenen Wetter. Das ist ein bisschen traurig. Die ganze Zeit schien die Sonne, ausgerechnet jetzt ist es so doof. Ja, und der Peter hat auch einen Blog, Spaziergang mit Hilde, richtig? Spaziergänge mit Hilde. Oh, oh, Spaziergänge mit Hilde. Fehler, ja, ja, ja. Auch bei Facebook zu finden, ne? Und bei Instagram. Und einen YouTube-Kanal, der auch unter Spaziergänge mit Hilde läuft. Und genau. Da müsst ihr mal zuhören, wenn ihr die Geschichten erzählt, da kann man wirklich total entspannen bei. Einfach mit dem Handy aufrufen, an die Seite legen, zuhören, das ist klasse. Ja, vor allen Dingen, man kann sich da auch wirklich schön bildlich alles vorstellen, also... Toll. Ja, ich glaube, das sind schöne Geschichten und es macht Spaß, den YouTube-Kanal zu machen. Es macht auch Spaß, euch einfach mal getroffen zu haben, weil ich das fand schon toll. Wir verfolgen uns immer mal auf den Geschichten unterwegs und jetzt mal wieder zu treffen, ist doch wirklich nett. Ja, ja. Genau. Du reist durch ganz Europa, kann man sagen. Ich reise durch das, was in Europa möglich ist oder wozu ich Lust habe in Europa, also Westeuropa, im Osten bin ich selten oder war ich noch nicht so richtig. Und in Griechenland war ich auch noch nicht, aber in vielen Bereichen, Skandinavien und Frankreich, Spanien, Portugal, kommt jetzt im Winter. Ich bin seit 5 Jahren unterwegs. Also ich bin seit 5 Jahren eigentlich permanent unterwegs, habe auch keine Meldeadresse mehr, kein Zuhause mehr. Habe Kinder, die in der Gegend von Braunschweig wohnen und die ich so immer mal wieder besuche. Mit Opa, habe ein Enkelkind und eigentlich sind wir, das heißt, da steht unser blauer Bus, den man ja gerade nicht so sehen kann. Ja, den spiele ich aber gleich ein. Genau, da sitzt die Hilde auch drin, weil sie jetzt mit dem ewigen Gekrummele im Himmel immer wieder Angst hat und dann lieber im blauen Bus sich sicher fühlt. Und mit ihr und dem blauen Bus sind wir jetzt eben diese 5 Jahre schon unterwegs. Ihr habt es gerade rausgehört, Hilde, Spaziergänge mit Hilde, ist natürlich der Hund. Genau. Und er hat jetzt nicht zufällig das Buch in der Hand, weil wir haben ihn darum gebeten, dass er das auch mal vorführt. Er hat nämlich ein wunderschönes Buch geschrieben. Und also erstmal kann man das auch schon als PDF von dir beziehen, ne? Also man kann es als E-Book kaufen, über Amazon Kindle, da gibt es das tatsächlich zu kaufen. Ansonsten kann man, wenn du nachher unseren Bus mit in den Film hineinsiehst, bringst, dann siehst du hast du den Homeblog. Ja, nehme ich mit rein. Über den Homeblog kann man das Buch bestellen. Das gibt es nicht im öffentlichen Markt. Tatsächlich habe ich das in Eigenverlag, oder ich habe es in Betrieb gelassen. Kann ich das mal näher reinhalten, wenn man das auch sieht? Ganz auch da das richtig sehen reinhalten, können. Ja. Das ist das Buch, also reichlich Lesestoff, wie ihr seht. Das sind die ersten 365 Geschichten auf unserer Reise. 365. Genau. Und es sind auch natürlich Bilder drin. Also man muss das sich nicht nur visuell vorstellen. Also es gibt auch Bilder da drin. Ja. Ja, und Band 2 ist bald auch. Der Band 2 soll im Dezember diesen Jahres rauskommen. Das ist so geplant. Der wird dann ungefähr doppelt so dick sein, weil die Geschichten dann einfach länger geworden sind. So. Und wir aber gesagt haben, dann 365 Geschichten wollen wir auch in den zweiten Band bringen. Der wird dann nur unwesentlich teurer sein. Also dieser Band hier kostet 19,90 €. Und ich sage immer so, wenn ich irgendwann unterwegs treffe, ich habe eine Rolle 10-Cent-Stücke dabei. Running Gag. Kriegt dann immer einen 20er. Und den Rest ist immer für Hilde da oder so. Ne? Genau. Und das neue Buch wird teurer werden. Das wird 27,50 €
Kosten. Das ist so der Plan. Also ohne Portokosten natürlich, die sind relativ hoch, weil das Buch 880 Seiten etwa haben wird. Aber ich denke, der Preis ist dann immer noch völlig okay. Aber da wird es sicherlich vielleicht doch eine Möglichkeit geben, dass wir uns noch mal treffen und wieder mal unterwegs im tiefsten Winter oder so. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Gerne. Genau. Also ja. Wenn ihr das bestellen wollt, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unserem Kanal folgt, natürlich auch. Und schaut mal bei Facebook rein, weil dann könnt ihr schon kleine Geschichten lesen davon. Auch von der aktuellen Reise, die ihr jetzt gerade durch Frankreich gemacht habt, von den Pyrenäen bis natürlich hierhin. Ne? Und, ja, bis einschließlich mit Treffen mit uns. Hoffe genau. Das hoffe ich, das wird vorkommen. Gelesen hast du noch nicht, aber das ist also in der Geschichte, die jetzt gleich rauskommt, die ich schon geschrieben habe, da seid ihr noch nicht dabei, weil da bin ich noch nicht hier angekommen. Da bin ich noch, ende ich noch irgendwo da unten bei den Weinbergen. Aber in der Geschichte, die dann heute Abend rauskommt, wenn ich so also viele Bilder habe, dann mache ich auch immer so zwei Geschichten daraus. Weil es einfach blöde wäre, die vielen schönen Bilder einfach nicht zu benutzen. Und in der zweiten Geschichte, da seid ihr dabei. Und yeah. Ich habe ein sehr schönes Foto von eurem Bus und dem Mont Ventoux gemacht. Ne? Oh, also, schön. Mal gucken. Freuen wir uns drauf. Ja, ja. Und da es jetzt schon wieder anfängt zu donnern und zu regnen, sagen wir jetzt an dieser Stelle, ist der Film, dieser Film jetzt zu Ende leider. Aber keine Angst, der nächste Film kommt hinterher. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann wisst ihr ja. Einen Daumen. Auf jeden Fall. Kommentieren nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen. Auch bitte beim Peter. Gerne. Genau, unbedingt. Also lest da rein. Ganz, ganz tolle Geschichten. Ich bin da auch fasziniert von und ich lese eigentlich fast nie. Also tschüss und in die Ferne. Tschüss in die Ferne. Tschüss.